Handball-Europameister Martin Strobel kehrt kurz vor der Heim-WM in die deutsche Nationalmannschaft zurück. Der Routinier und Spielmacher des Zweitligisten HBW Balingen-Weilstetten wurde von Bundestrainer Christian Prokop in den 19 Spieler umfassenden Kader für die EM-Qualifikationsspiele gegen Israel und den Kosovo berufen. Handball-EM-Qualifikation, Deutschland, Israel am 24.10. Ab 19.00 Uhr im Live-Ticker. Zudem nominierte Prokop die Nachwuchskräfte Tim Suten und Linkshänder Franz Semper, der damit vor seiner Länderspielpremiere steht. Nur Reserve für den Quali-Auftakt und den Lehrgang in Wetzlar sind dagegen die 2016 Europameister Steffen Veth, Rhein-Neckar Löwen und Kai Häfner, TSV Hannover Burgdorf. DHB-Boss Aufgebot ein Fingerzeig. Die nun nominierten Spieler haben sich sicher in Position gebracht, aber noch ist der Zug in Richtung Heim-WM für niemanden abgefahren, sagte Prokop. Und Axel Krummer, Vorstand Sport des DHB, unterstrich, unser Kader für das Turnier formiert sich. Dieses Aufgebot ist ein deutlicher Fingerzeig, wer auf dem Weg zur Heim-WM gut im Rennen liegt. Dies scheint auch der Leipziger Rückraumspieler Niklas Piezkowski zu sein, der bei Prokops Turnierdebüt bei der EM 2018 Anfang des Jahres in Kroatien noch verletzt gefehlt hatte. Er ist wie junger Nationalspieler Suten und der erfahrene Strobel 135 Länderspiele für die Spielsteuerung vorgesehen. Martin besitzt eine sehr gute taktische Auffassungsgabe, ist mannschaftsdienlich und hat einen starken Charakter, sagte Prokop. Prokop warnt vor Außenseitern. In den beiden letzten Pflichtspielen vor der WM im Januar geht es für die deutschen Handballer gegen Israel und den Kosovo auch um einen optimalen Start in die EM-Qualifikation. Fortgesetzt wird das Programm der Gruppe einer im April mit zwei Spielen gegen Polen, die Rückspiele gegen Israel und den Kosovo folgen im Juni. Für die EM 2020, die in Österreich, Norwegen und Schweden ausgetragen wird, qualifizieren sich die ersten beiden Teams jeder der acht Gruppen sowie die besten vier Gruppendritten. Wir haben zwei vorrangige Ziele, sagte Prokop. Zum einen wollen wir erfolgreich in die Qualifikation zur Euro 2020 starten. Zum anderen möchten wir uns als Mannschaft weiter auf die Heim-WM vorbereiten. Die Teams aus Israel und dem Kosovo zählen international nicht zur Spitze, werden aber als Außenseiter alles versuchen, um uns zu überraschen und maximal zu fordern. Ich erwarte, dass wir hoch engagiert und voll konzentriert auftreten, das Aufgebot der deutschen Handballnationalmannschaft. Andreas Wolf, THW Kiel, Silvio Heinevetter, Füchse Berlin, Dario Quenstedt, SC Magdeburg, Patrick Wiensche, THW Kiel, Hendrik Pekeler, THW Kiel, Steffen Weinhold, THW Kiel, Finn Lemke, MT Melsungen, Julius Kühn, MT Melsungen, Tobias Reichmann, MT Melsungen, Tim Suten, TBV Lemgo, Uwe Gensheimer, Paris St. Germain HBFRA, Martin Strobel, HBW Balingen-Weilstetten, Yannick Kohlbacher, Rhein-Neckar Löwen, Patrick Grötzky, Rhein-Neckar Löwen, Fabian Böhm, TSV Hannover Burgdorf, Fabian Wiede, Füchse Berlin, Matthias Musche, SC Magdeburg, Niklas Piezkowski, SCD HFK Leipzig, Franz Semper, SCD HFK Leipzig, Reserve, Marcel Schiller, frisch auf Göppingen, Steffen Veth, Rhein-Neckar Löwen, Erik Schmidt, Füchse Berlin, Timo Kastning, TSV Hannover Burgdorf, Kai Häfner, TSV Hannover Burgdorf, Marian Michalczyk, TSV GWD Minden.